Hallo und herzlich willkommen auf dem Mond. Mein Name ist Talbu und ich habe ein Buch. Das ist ja schön und ich bin Akama und sag mal, hast du den Satz inzwischen auswendig gelernt? Ja, ich habe mir den Genau so mit klang das. Post-it habe ich mir den hier um meinen Monitor gepostet. Sozusagen an die Pinnwand. Das ist ja schön. Ja, und ich war natürlich wieder mal hier ein bisschen klickgeil und habe gleich offscreen mir so ein Oxygen Mask und Gear und Tank und sowas geholt, weil da war noch ein Reward offen. Gut, aber den können wir ja gleich Das ist ja wegpacken. schön. Ja, das ist schlimm. Kommst hier einmal drauf und du kannst einfach nicht aufhören. Ja. Immer alles auf die anderen schieben. Ah, Selbstverständlich. du, der Sieb stellt noch gerade noch Redstone und Glowstone und so ein Zeug her. Aha. Ja, wir haben ja einen Plan für heute, beziehungsweise wahrscheinlich dann für die kommende Woche. Wir haben Erklär einen doch mal. Plan. Ja, ich habe vergessen, was wir tun wollen. Nein, auf jeden Fall. Ich bin gerade vom Server geflogen. So. Ja, gut, dann komm doch wieder drauf, der Server läuft. Ja, die Frage ist nur, warum ich geflogen bin. Das kann ich dir nicht sagen. Ah, ich bin anscheinend schon hier oben geflogen. Cool. Also, unser erster Plan, wo wir gedacht haben, das wäre ja ganz cool, ist, wenn wir Energie hätten, außerdem von dem Stern. Außerdem, wenn wir, der Stern ist ja irgendwann fertig, außerdem weiß ich gar nicht, wie man guckt, wann der fertig ist, weil der explodiert ja irgendwie, wenn der fertig ist oder sowas. Ja, ich glaube, man muss ihn irgendwie rausnehmen oder so. Ich weiß gar Ach, nicht, was wie soll das schon geht. schief gehen? Ist ja nur ein Stern. Ja, auf jeden Fall. Wir können natürlich neue Sterne machen, grundsätzlich, um die da reinpacken, um Energie zu haben. Allerdings brauchen wir eine Sauerstoffumgebung und für die Sauerstoffumgebung brauchen wir einen Airlock und so weiter. Und dafür brauchen wir halt Rohstoff, um die herzustellen, brauchen wir Energie. Das hast du ja schön zusammengefasst. Ja, ich weiß. Das habe ich auch die letzte halbe Stunde habe ich mir das so immer wieder auswendig gelernt. Und deswegen wollten wir ein bisschen auf Solar machen, weil hier scheint ja doch ab und zu mal die Sonne. So. Für längere Zeit und dann für längere Zeit wieder nicht. Genau, aber das heißt, wenn wir hier Solar haben und ist ja geil. Okay, wir können. Die Sonne geht gerade unter. Solange es Ja. Nacht ist, nämlich das ganze, den ganzen Scheißzeug nicht zusammenbauen. Und vielleicht haben wir es ja dann am nächsten Morgen schon fertig. Ja, vielleicht. Also, ne? Frei nach dem Motto, wann bist du Experte in Solarwissenschaften geworden? Letzte Nacht. Richtig. Ja, und ich wollte mich mal mit dieser Apparatur etwas weiter auseinandersetzen und sie verbessern und vollautomatisieren und dass man dann halt ein bisschen Obsidian automatisch herstellt in den Composer-Pack, der momentan auch hier hinten ist und dann Gravel bekommt. Denn wenn man sich mal den Gravel anguckt, was hier. Wenn man den sieht, hat man eine 20%ige Chance auf Broken Iron Ore. Außerdem bekommt man so auch Gold und Tin und Silber und Blei und so ein Zeug. Also all das Zeug, was es auf dem Mond nicht gibt. Und ja, das alleine, dass man eine 20%ige Chance auf Eisen hat, ist schon sehr praktisch. Doch, Ja, das ist richtig, weil Eisen kann man immer gebrauchen. richtig. Also beziehungsweise wir brauchen es für alles. Ja. Brotherhood of Steel. Hier ist übrigens noch jede Menge Wasserstoff drin. Ja, soweit ich mich erinnere. Wasserstoff kann man übrigens in einen Turbine Generator verwenden. Okay. Produziert 4 AF pro Tick. Ich habe keine Ahnung, wie viel das ist, aber ich weiß, wir haben ein bisschen Wasserstoff. Ja, aber wir haben auch um einiges mehr Energie. Warum heißt das eigentlich Hydrogen? Und warum muss das denn unbedingt mit H gekürzt? Ich meine, man kann doch auch, ist doch Wasserstoff mit Ja. W. Selbst im Englischen, das wäre doch Waterstuff. Aha. Ha, ha.
Ja, ich weiß, dass spontane Witze sind selten Nicht gut. deine Stärke. Gut. Ich hätte gerne Solar. Ja, dann mach das. So, da brauche ich hier Basic Solar, Advanced. So, wie viele können wir denn hier wohl hin? Hier von den Lava-Generatoren erstmal reichen. Wäre ja schon mal viermal so schnell. Ach, alle guten Dinge sind fünf. Cool, ich habe nur noch drei hiervon. Dann sind es doch vier. Ah, hier komme ich gar nicht raus. Schön. Oh, soll ich dir Und mal was vorlesen? eine gute Nachtgeschichte. Ja, es war einmal ein Basic Solar Panel. Und this Basic Solar Panel will collect energy from the sun, storing it for further use. Collects most energy at middays. Aber es ist non-adjustable. Aber es stort das. Das heißt, wir brauchen gar kein Storage dafür. Ich glaube schon. Sicher? Unser Tag ist um einiges länger und unsere Nacht auch. Storing it for further use. Ja, und trotzdem ist unsere Nacht länger. Wir müssen es um einiges länger speichern. Wir brauchen viel, viel mehr. Der Speicher muss um einiges größer sein. Okay. Ah ja, so läuft das. Solar Tracker. Wenn wir ein Advanced hätten, dann wäre das so ein Ding, was sich mitbewegt mit der Sonne. Okay. Wäre natürlich auch cool, aber gut. Lassen wir jetzt erstmal so. Weil dafür. Hoppala. Ja, was dafür? Kompressstil, was brauchen wir denn da? Wo ist denn der Unterschied? Beim Wiring? Heavy Aluminium war ja unten. Advanced Wafer. Haben wir einen Circuit Fabricator? Natürlich. Das ist ja nice. Dann brauche ich ja nur einen Redstone Repeater und ein bisschen Redstone und Silikon und einen Diamant. Nee, also Diamant bekommst du nicht. Apropos, Was? du kannst ja mal die Quest mit den Diamant-Upgrades machen, dann hast du genug Diamanten. Ja, das okay, dann mache ich die als erstes. Wolle, Aluminiumweiher, da brauchen wir Aluminium für und Wolle. Und Sachen, das die wir Ganze mit loswerden. Aluminium und Wolle ist zum Heavy-Dingens zusammen. Ansonsten ist das das Gleiche. Denn ist es ja schon fast sinnvoller, wir machen einfach gleich die Advanced Solar Panel. Weil wenn die sich mitbewegt, dann braucht die ja viel mehr Energie darüber. Wahrscheinlich ja. Jetzt brauche ich noch mehr Crucibles. Einen Ingot-Kompressor haben wir auch, ne? Keine Ahnung, ob der so heißt wie ein Kompressor. Aber ich brauche Electrical Kom Ein Bone Meal Ingot-Kompressor oder Clay. Electrical Ingot-Kompressor brauchen wir. Einen Kompressor haben wir. Da müssen wir mal gucken, ob das Aber ich glaube, der funktioniert. ist damit gemeint. Da brauchen wir auf jeden Fall Stahl. Ach so, Compressed Steel. Sogar noch. Ah, wir haben noch zwei Crucibles, das heißt, ich muss noch einen weiteren machen. Ist natürlich praktisch. Ach genau, das hatten wir doch eben schon mal. Und da brauchen wir ein Single Solar Modul. So, da brauchen wir Glas, wieder Aluminium, Wire. Also Aluminium und Wolle brauchen wir auf jeden Fall. Sand für Glas. Glas brauche ich auch noch einiges. Eisen. Diamant, Redstone, Silikon, Lapis Lazuli. Müssen wir doch irgendwo liegen haben. Das habe ich da schon gesehen. Compressed Iron, daraus können wir Steel machen. Das sieht doch alles gar nicht so schlimm aus. Allerdings hattest du ja gesagt, ich sollte jetzt mal nach den Diamant-Upgrades gucken. Richtig. Wo waren denn die Diamant-Upgrades? Ja, weil ich glaube hier, Diamond-Upgrade, warum ah. muss ich das alles machen? So ähnlich habe ich die Quest. Ja, genau. Warum musst du Diamond-Upgrade? Da kriege ich 10 Diamond-Upgrades und 2 Unstable Ingots.